Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ich bin's wieder, euer Theon. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, in der Krankenstation. Und ja, mal gucken, was wir hier noch so alles finden. Aber vorher, Poki Attack. Gizmos Notfallstation ist der Raum, wo mich mein Scripting-Team zu hassen begonnen hat. Ja, ich hatte ja tatsächlich dann schließlich doch über die gesamte Deponia-Trilogie dasselbe Team, also zumindest dieselben Hauptscripter. Bei Goodbye Deponia schließlich war es noch ein bisschen anders, aber meine Lead-Scripter waren eigentlich von Anfang an bis zum Schluss die gute Claudia, der Alex und der Simon, und die haben als Dreier-Team Wunder gewirkt, sag ich mal. Und ich weiß noch, wie Simon und Alex hier bei diesem Screen ihre ersten Augenringe bekommen haben. Also mittlerweile haben sie viele davon, aber hier haben sie wirklich zum ersten Mal bekommen, weil die Wandelbarkeit dieses Raums und die ganzen Animationen, die man da halt irgendwie richtig hintereinander abspielen muss und so weiter, und wo man halt irgendwie zu jedem einzelnen Objekt halt irgendwie mehrere Bedingungen hat und so, das war schon eine riesige Herausforderung. Ja, natürlich auch für die Grafiker war halt von mir mehr oder weniger auch ein gemeiner Trick, muss ich sagen. Zu sagen, okay, dann habe ich halt nur diese begrenzte Raumanzahl pro Teil, pro Deponia-Teil, dann lasse ich halt einfach pro Raum einfach viel mehr passieren, und dass man halt diese Räume umwandeln kann ineinander, das ist natürlich da ein ich sag mal, gehässiger Trick für die Grafiker, die dann halt irgendwie den Raum ja im Prinzip doch dreimal zeichnen müssen. Und nur eine Rechnung schreiben dürfen. Aber inhaltlich fand ich es natürlich sehr, sehr spannend zu sagen, wir lassen einen Raum sich dreimal verwandeln, also in drei unterschiedliche Formen verwandeln lassen, also durch eine einzige Hebelbewegung, und müssen dann aber ein Rätsel lösen, das raumübergreifend, also das zwischen diesen drei unterschiedlichen Versionen des Raums korrespondiert. Und dieses Rätsel zu gestalten hat sich dann doch als schwieriger, im Kopf klang das so lustig und so gut. Dann hatten wir den Part aber auch einfach erstmal gesagt, so, da finden wir schon was Lustiges und Cooles. Hatten das erstmal zur Seite sortiert und dann blieb es auf der Seite und blieb auf der Seite und so weiter. Wir hatten schon längst die Produktion angefangen und hatten immer noch kein schlüssiges Rätsel, noch keinen schlüssigen Rätselkomplex für diesen Raum. Wir hatten schon längst mit der Produktion begonnen. Schließlich hat es doch wunderbar geklappt, aber am Anfang dieses, ach, da finden wir schon was Cooles, wie man diesen Drehschrank benutzt, was man damit machen kann und mit den Fächern und so weiter. Aber nachher wurde das so ein riesigen Sorgenkind, dieser Raum. Aber ich finde es cool geworden. Und dass der Raum halt irgendwie so dem Charakter Gizmo halt zusammenspielt, ist ebenfalls sehr toll. Okay. Ihr habt ja mitgekriegt, er hat hier über das Rätsel, das wir im letzten Part gesprochen haben, gequatscht. Und über, ja, diese... Sieht ihr ja gerade. Und was haben wir hier? Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Ja, jetzt müssen wir irgendwie da rein, um das Ding da rauszuholen, ne? Ui! Asbesthandschuhe. Asbesthandschuhe? Gizmo ist so ein Weichei. Ist Asbest nicht giftig? Ich dachte immer, das sei irgendwie giftig oder sowas. Okay, gehen wir mal da runter. Okay. Gehen wir mal wieder da hoch. Ich habe auch eine Idee. Ich muss dazu sagen, hier musste ich wirklich, als ich Privates gespielt habe, muss ich mich leider schämen, hier wirklich in die Lösung gucken, bis ich auf die Idee gekommen ist. Ich meine, wer kommt auf diese Schnapsidee? Pass auf. Passt auf. Ich klicke hier. Hoppala. Wo ist das? Da. Seht ihr das? Okay. Und jetzt passt auf, wenn ich wieder hoch zur Polizei. Jetzt zack. Und seht ihr, das Loch ist immer noch da.
Ich meine, wer kommt auf die Idee? Es ist doch nicht so, als wenn einer eines Morgens aufsteht und sich denkt, lass uns so ein Rätsel basteln. Und hier haben wir den Dietrich. Jetzt geht's wieder runter. Aber keine Sorge, das wird nicht so bleiben. Also die Welt verändert sich auch ohne uns. Aber nicht in diesem Ausmaß. Hoch. Genau. Und jetzt Dietrich plus Arztschrank. Was haben wir denn da? Eine Spritze. Oh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Oh, ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Ey! Was war das? Aufputschmittel. Direkt ins Herz. Au. Warte mal, ich weiß, da war irgendwas mit diesem komischen Papagei. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was. Deswegen. Ich will mal kurz was ausprobieren. Weil der Papagei soll ja nach Gas schnüffeln. Lassen wir ihm doch mal Lachgas schnüffeln. Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ich geb's ehrlich zu, ich hab keine Ahnung. Okay. Ich zeig euch jetzt gleich mal, was wir mit der Spritze vorhaben. Weil der Bulle kocht ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier habe ich das auch wirklich nur rausgekriegt, weil ich just for fun die Spritze mit allem benutzt habe. Passt auf. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Autsch. Stierblut? Check. Ja, ihr fragt euch vielleicht, was hast du mit dem Scheiß Stierblut vor? Ja. Werde ich euch noch irgendwann mal zeigen. Oder später, heute, morgen. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie weit wir kommen. Und jetzt, wir haben ja jetzt die Asbesthandschuhe, können wir Tonis Chilischote ernten, damit sich Rufus seine kleinen Finger nicht verbrennt. Waschlappen. Okay. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Taurin. Wir haben Aufputschmittel. Wir haben Chilischoten. Noch irgendwas vergessen? Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir irgendwas vergessen? Ah ja, ich erinnere mich. Das Auto da vorne oder da hinten spielt ja eine wichtige Rolle. Fragt mich nicht welche. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was das jetzt nochmal war. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. So, jetzt haben wir einen nassen Schwamm. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass vor 2-3 Parts der Kerl in der Gasse gesagt hat, er hat jede Menge Autoschlüssel. Und wir ihn fragen konnten, ob er unseren Schlüssel hat. Aber da wir nicht wissen, wem diese verdammte Karre gehört, müssen wir mal nachgucken. Und jetzt putzt die verdammte Scheibe. Muss das schmutzig wirklich sein? Die Scheibe ist schmutzig, also sauberes Gefäß. Oh Gott. Jesus. Die Sitze sind mit
In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Sorry für diesen kleinen... Cut. Aber, naja, 10 Minuten sind erreicht und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Sorry, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber, naja, das war jetzt vielleicht ein Wort. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu rausgebracht. Aber egal. Ich weiß eigentlich gar nicht, was wir nochmal im Auto wollten. Aber irgendwas war es sicher, also... Quatschen wir mal mit Hennig. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Übrigens, ihr solltet euch merken, dass er, der Hennig, sich niemals Rufus Namen merken kann. Das müsst ihr euch nämlich jetzt merken, weil das wird später nämlich noch lustig damit. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ich glaube, das ist Batteriesäure. Ah, ja. Jetzt weiß ich's. Wir brauchen die Batteriesäure der Autobatterie vorne im Motor. Für den Espresso. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Oh Gott. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Mauve. Was zur Hölle ist Mauve? Aber egal. Ich glaube, es war Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Was steht da? Ich schmiede Pläne, von hier wegzukommen. Ich höre gern Musik. Ich lese viel. Lass mich in Ruhe. Ballett. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Die Sonne scheint mir nachts aus dem Arsch. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist für einen Mann, wenn ihm nachts die Sonne aus dem Arsch scheint. Okay. Das dürfte sich sicherlich für seine Freundin echt für den Allerwertesten gewesen sein. Da dreht er sich mal kurz um, sie will schlafen und bling! Scheint ihm wieder die Sonne ins Gesicht. Nun gut, so, das Motor ist offen. Was haben wir da? So viel Power in so einer Shortcut. Was für eine Verschwendung. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ich will an die Batterie sorgen. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die... Au! Yeah! Ich gebe es ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, was sein Problem war. Lieber nicht. Ach, jetzt habe ich ein Glas vergessen. Mist. Wo kriege ich das Glas her? Und sorry für diesen kleinen Stimmenembargo hier. Aber dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Das war irgendwie vom Spiel. Rufus, glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der 3 reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich
Nummer 63, bitte! Ja, das bin ich. Warte. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Ich finde den sowas von creepy, das... Ach, Rufus, was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Keine Ahnung. Aber jetzt gehen wir mal rein. Bürgermeister, wir kommen. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Okay. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Okay. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass der Bürgermeister Lotek, das ist, glaube ich, Englisch und bedeutet so wie alte Technik oder... alte Maschinen oder sowas in der Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wisst ihr es, ja? Schreibt's mir doch in die Kommentare. Und ich klicke jetzt mal weiter. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Oh. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuvak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuvak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Okay. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Komisch. So? Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nö. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Ja, von der wegen Sitzungssaal. Der alte Sack legt sich nochmal hin. Und was haben wir hier? Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Okay. Was für ein Schrotthaufen.
Was ist das? Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Hui. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Sehr interessant übrigens. Ein Globus mit einem Glas und ein Schlüsselloch. Wir benutzen die Wünscheroute an dem Schreibtisch. Da kommt das Fach raus mit einem Schlüssel. Wer von euch wettet mit mir, dass dieser Schlüssel in dieses Schlüsselloch passt? Die Wetten sind bereits bei 102. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Jetzt nimm's. Okay. Da kommt er gerade nicht hin. Nanu, er ist weg. Naja, auch gut. Stimmt, wo ist der Bürgermeister hin? Aber egal. Nimm uns mal den Schnaps. Obwohl ich keine Ahnung habe, wofür wir den brauchen. Was haben wir hier? Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Igitt. Aber nun gut. Die Dinger sehen ein bisschen aus wie aus Star Wars, gebe ich ehrlich zu. Was haben wir hier? Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Okay, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Wenn ihr wisst, was es bedeutet, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Sicherlich wieder was Lustiges. Aber nun gut, gehen wir mal nochmal da nach hinten. Und so. Ja, das dürfte schön sein. Haha, ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ich dachte eigentlich immer, das ist tödlich. Aber nun gut. Wir haben, glaube ich, alles. Was haben wir denn das? Seziermesser plus Papagei. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Okay. Nun gut. Also, liebe Leute, wir sind auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und was zur Hölle? Nein! Das gibt's doch nicht. Ich kann den hier nicht mal anklicken. Ich könnte heulen. Okay, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich werde jetzt einen kleinen Schnitt machen. Speichern, laden und euch nochmal schnell den Poki hinterherwerfen. Damit ihr das auch noch gesehen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich bin euer Theon. Und ich hoffe... Aufstoßen ist Kacke. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, so wie ich dabei hatte oder habe. Das Spiel läuft ja noch eine Weile. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Oh ja, das, was wir hier sehen, ist tatsächlich der erste Micha-Screen. Das ist der erste Screen, den Micha gezeichnet hat.
Und der, man sieht es, wenn man ganz genau hinguckt und ein bisschen kritisch sein will, sieht man auch, dass der vom Stil her teilweise, da schimmern teilweise noch Texturen durch, die er später so nicht mehr benutzt hat oder wo er Sachen halt später ein bisschen anders gemacht hat. Er hat den auch mehrfach überarbeitet, je tiefer wir halt uns in den Stil von Deponia eingearbeitet haben, desto mehr haben wir gesehen, so, oh, ein bisschen anders wollen wir es doch machen. Und ja, aber im Endeffekt sah auch schon die erste Version des Screens diesem Ergebnis hier sehr ähnlich. Ich glaube, die Konturen waren da im ersten Entwurf noch ein bisschen weniger, also es war ein bisschen weniger cartoonig und ein paar mehr gewagtere Texturen auf den einzelnen Objekten. Genau, ich erinnere mich sehr gut, dass wir sehr lange Zeit nur diesen Screen als fertigen Screen hatten und halt auch dann immer in Präsentationen gezeigt haben, um halt mögliche Geldgeber für unser großes Projekt Deponia zu gewinnen. Spielerisch passiert hier natürlich nicht allzu viel, weil es natürlich auch hauptsächlich ein Verteilerraum ist, der ein bisschen die Umgebung klärt. Schön ist natürlich, Hanek sitzt unten links, das, was ein bisschen so zu der Mythologie der Müllscouts halt beiträgt, der Müllsucher. Ich finde auch hervorragend die ganzen Andeutungen und Geschichten über Hanek und seine Frau, die halt hier im Dialog später passieren, insbesondere wenn man Items mit Hanek benutzt und ich glaube vor allen Dingen auch den Papageien und so weiter, da sind halt schon ein paar echt lustige Gags versteckt. Doch insgesamt bin ich sehr zufrieden hier, dass wir so einen schönen Screen als erstes hatten. Beim Verkaufen hat er uns allerdings nichts geholfen, also es hat trotzdem Jahre gedauert, bis wir eine Unterschrift hatten für Deponia. So ist es manchmal.